Nee, lass das einfach mal hier so. Ab dem Pylonen hier kannst du quasi. Du redest nicht von mir, oder? Nein. Ich rede nicht von dir. Ich rede von Daniel. Genau. Ich habe noch ein paar für dich. Bitte schön. Gott, ey. Spinne. Sei nicht so nervig. Was ist mit dem Ding hier? Hier in der Mitte bitte noch den Boden so lassen. 1, 2. Ich weiß nämlich noch nicht, wie groß diese Core in der Mitte wird. Dürfte aber nicht ganz so groß werden. Wobei, wir können sie ja mal ausprobieren. Der Juli hat ja gesagt, 4 Blöcke Awakened Draconium. 8. 8? Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was das wieder Material kostet. Katastrophe. Denk doch mal an die Wirtschaftsprüfer, hey. Gottes Willen. Nö, keine Lust. Der ist zu Wenn viel. die das im Dorf mitkriegen, wie viel wir hier verbraten an Material, das Aber wir könnte können Ärger ihnen alles geben. in Rechnung stellen. Stimmt auch wieder. Da hast du natürlich recht. So, 8 Stück hast du gesagt. Ah, komm doch nicht mehr hin. So. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich mich irgendwo hier verbaue. Und dass ich hier teilweise zu schnell fliege, hat so ein bisschen Einfluss dabei. Und das soll alles sein? Dieser Chor hier? Das sieht fast ein bisschen lächerlich aus. Nee, da kommen ja noch. Was? Nee, 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 nee. Das ist ja der ursprüngliche Kerl. Der ist ja noch nicht an. Okay, gut, dann werden wir sehen, wie groß der dann tatsächlich wird. Muss dabei mal kurz Upsi. gucken. Eins, zwei, drei. So. Das ist nicht ausgefüllt. Okay, das heißt, dass da passt, dass da der hier nicht. Der hier Da muss. brauchen wir noch ein bisschen Platz, Oh glaube ich. Gott. Der hier muss wieder ausgefüllt sein. Und auch hier fehlte noch was. Der passte, hier passte und hier fehlt noch. Hier. Und dann fehlt hier noch. So. Und dann unten noch einmal hier schön im Kreis. Gott, ey. Ja, dieser Multiblock, wir haben ihn bisher ein einziges Mal aufgebaut, ne? Wollen wir den mal als Präzept machen für einen Bilder? Also wir brauchen ihn auf jeden Fall noch einmal. Eben. Eben. Das reicht mir nämlich jetzt schon. Ich glaube, ich habe ihn. Also vom Redstone her. Okay. Schau mal, ob dir noch irgendwas auffällt. Dann würde ich sagen, bau ihn mal so auf, dass du ihn Nee. auch aktivieren kannst. Also es fehlt jetzt noch Ding. Heißt's die Schicht Draconian. Draconium. Ja, bau auf. Nee, du sollst gucken, ob dir noch was auffällt, dass er hier falsch ist. Ich sehe es nämlich gerade. Ich habe nämlich jetzt mittlerweile. Wie nennt man das? Betriebsblind. Ja, danke. Okay. Aber ich glaube, es ist Also für richtig. mich sieht er gut aus. Bei den Ecken bin ich mir gerade nicht sicher, aber ich gucke mal in den Plan. Gut, wenn du das machst, mache ich die Draconium. Zurück, das war falsch. Ganz nach unten. Rock Energy, genau. So, schwupp. Hier. Also ich hätte gesagt, er passt. Freut mich. Mann, 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 hier ist was los.
Ja. Das stimmt soweit. Komm, das schon wieder her. Komm, weg mit dir. So, und dann am besten alles wieder ins Netz. So, und das muss jetzt wirklich hoch werden. Nee, nee, warte mal. Wir. So hoch wie der Juju baut. So hoch wird der Ball. Höher wird's nicht. Höher wird's nicht. Das heißt, okay. Wir bauen hier einfach nur noch ein bisschen in die Tiefe und dann können wir dann quasi Wände verkleiden. Ich hätte übrigens gern mehr Draconium-Blöcke. Haben wir wieder mal kein Draconium mehr, da? Nö. Haben wir nicht mehr, okay. Ich sehe gerade. Ich werde mich mal drum versuchen zu kümmern. Also wenn hier immer so viel Party ist, dann werden wir hier richtig Spaß haben. Ich habe gerade die Fackeln wieder weg daher. Wir werden gleich die andere Magnum Torch nach unten bewegen, weil der gute Street meinte, dass die eine Höhenbeschränkung hat. Was ich nicht weiß, aber das kann natürlich schon sein. Dann hole ich die mal. Steht die hier oben? Die steht direkt oben. Gut, dann kommt die direkt hier runter. Haben wir nichts drin? Irgendwo ein bisschen versteckt, dass man sie nicht ständig drüber stolpert wie eine gewisse andere. Au. Da haben wir auch nichts mehr drin. Da so. Auch nicht. Da auch nicht. Oh, ist das schön, diese Stille hier. Ja, die ist schön. Okay, gut. Jetzt muss ich nur noch kurz Enderman mit meiner Pickaxe töten, aber... Deine Pickaxe ist, glaube ich, gut genug, dass sie auch für Endermänner reichen. Ja, die machen halt zwei Herzen, aber die Endermänner machen halt nichts. Genau. So. Ach du Scheiße, wir haben nur noch... Für ein Draconium... Um Gottes Willen. Wo ist denn das Zeugs alles hin? Ich hab so Ideen. Ich hab keine Ahnung, wo wir das alles verarbeitet haben. Na, ich glaube, wir haben vorher ein paar Rüstungen und was weiß ich noch alles gebaut. Ja. Aber ich habe auch keine Ahnung. Ich auch nicht. So, da haben wir jede Menge Draconium, aber das wächst nicht schnell genug. Gut. Dann brauchen wir eine Gießkanne. Die eine ist im System. Also, okay. Da bin ich sie nämlich wieder rein. Gut, dann nehmen wir die Watering Can. Nee, du Kerl machst jetzt echt nichts kaputt hier. Hast du wieder Spaß mit den Jungs? Ja, ich dachte mir nur, wenn wir hier anfangen und dann direkt hier ein erster Creeper kommt, vielleicht. Wäre nicht so toll. Ja. Und ich glaube langsam, dass die Anzeige doch richtig ist für dem Draconium, was man da braucht. Und nein, es hat keiner von uns das Draconium gefuttert, weil ich glaube, das ist schwer verdaulich. Aber ich hatte Hunger. Wie mit Eisen, man braucht ein bisschen was davon. Hunger, was gibt's eigentlich zu essen? Ich stelle fest, wir nehmen hier schon seit 2,5 Stunden auf und ich habe meine Bierflasche noch nicht mal geöffnet. Gottes Willen, was ist denn hier heute los? Ofe. Ich habe nicht mal eine Bierflasche. Ist ja auch nur so eine Weinflasche öffnen. Das musst du wissen, oder? Ein Kaffee. Nee, hey, Kaffee hatte ich schon. Ich habe Wasser. Alles perfekt. Wie sieht's denn aus von der Draconium-Front? Ich bin gerade beim Bewässern. Dankeschön fürs Prost. Was bewässerst du? Dich oder? Die Draconium-Seeds. Also, nicht dich. Nein, mich nicht. Mit Bier. Nein. Hallo, ich trinke einen Radler und komme aus Bayern. Auch die Bayern, die südlich des Weißwurdes Äquators, sagen zwar nicht, dass ich zu Bayern gehöre, aber ja. Und es ist ein richtig gutes Radler. Das läuft runter wie Öl. Also ich glaube, die Aussage kommt öfter von den Bayern nördlich des Äquators.
dass sie nicht zu Bayern gehören, als umgekehrt? Das weiß ich nicht. Aber für eingefleischte Bajuwaren aus der Gegend um München oder noch südlicher sind wir nicht mehr Bayern. So. Ding, ding, ding. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Nein, das ist nicht unser Greenhouse. Ich bin mir ziemlich sicher. Es ist zwar grün, aber es ist nicht unser Greenhouse. Sicher nicht? Ziemlich sicher. Es war der Twilight Forest. Sieht zwar auch grün aus an manchen Stellen, aber. Ja, genau. Okay. So. Hm. Aber das Haus hat gefehlt. Okay. So. Ich glaube, da werde ich noch länger bewässern müssen. Besser. Ja. Kenne ich. Man muss Gott für alles danken, außer für die Oberfranken. Nein. Es gibt ein paar, die sind okay. Aber Ausnahmen bestätigen die Regeln, oder wie war das? So. Und nein, der Weißwurst-Äquator liegt nicht in Bremen. Da widersprich sogar ich. Knapp vorbei. Ganz knapp. Hast noch einen Versuch. Genau. Vielen Dank an Friedrich Kraft. Dankeschön. Vielen Dank. Habt ihr wohl eine Spende bekommen? Ja. Eine kleine. Ui. Sehr schön. Kleines Dankeschön zurück. Irgendwie ist meine kompletten Flux-Capacitor leer. Komplett. Ich habe keine Ahnung, warum. Bro Street, bewässer dich auch mal, genau. Gute Idee. Der Raum ist zu groß. Ja, ich glaube, Mr. Harubu, die Bewässerung wäre jetzt langsam aber sicher sinnvoll, zumindest für dieses Feld hier. Mhm. Wobei wir ja, oder die tolle Gießkanne. Die geht deutlich schneller als die. Ach, Daniel, normale. Mach doch mal. Moment. Wand bauen. Die Watering Can, ne? Das war ja der Watering Can. Dann musstest du ein Herz opfern, was Daniel ja, sehr genau. Gerne macht. Also, wenn du einen Freiwilligen brauchst. Soul Fragment, das war das Etheric Sword. Könnte ich mitleben, aber das Ding ist echt irre. Mhm. Ich glaube, das werde ich jetzt mal angehen. Dazu gehe ich sogar mal rüber. Was heißt gehen? Ich fliege. Wieso legen wir noch Wege an, wenn wir hauptsächlich fliegen? Ist es damit wir beim Fliegen wissen, wo wir lang müssen. Das ist natürlich eine interessante Erklärung. Ja. Weil es ohne Wege scheiße aussieht. Hallo, liebes Schwert. Ingot Obsidian. Sollte das Etheric Sword rauskommen? Und was kommt raus? Kikoku. Was ist das für ein Scheiß? Unstable, stable. Ja, du hast aber den, oder? Geht beide. Oh, anscheinend geht beide. Okay. Also laut Rezept sollten beide gehen. Laut Rezept, ja. Gut. Wer hat sich da eingemischt? Ich weiß es nicht, aber ich mache mal Folgendes. Ich nehme mal die Ingredienzien, ja? 2 Ingots und ein Obsidian. Und nehme mir ein Etheric Sword im... Ja. Dann... Also... Ich finde es aber schön, dass das Ding auch von Extra Utilities kommt. Ja, genau. Ne? Mit anderen Worten, ist es gut möglich, dass das Absicht ist. Wissen Weil es hat auch oder? Kein Rezept.
So, das haben wir. Und dann muss ich quasi das Teil jetzt hier irgendwo reinlegen. Moment, wie war das nochmal? Uses. Und dann kann ich mir, wenn ich das in Soulcrafting, wie war das nochmal, muss ich mich einfach selber damit ritzen oder so? Das war doch irgendwie so komisch. Ich muss das jetzt irgendwie laden. Also entweder Rechtsklick oder einfach im Crafting-Fenster, im eigenen. Warte mal, ich muss hier ja erstmal noch einen Happen essen, weil ich habe nicht mehr viel Herzen übrig. Oder sieht es nur so aus? Naja. Nein, ich brauche was zu essen. Das ist mein Hauptproblem. Erstmal. So, komm, mampf endlich den Apfel. Hallo. Der mag nicht mehr den Apfel. Er mag keinen Apfel mehr. Was haben wir denn noch in unserer Essenskiste? Vielleicht mag er was anderes. Fischfinger. Okay, den mag er. Dann haben wir hier nochmal ein Stuff Dealer. Das ist, wenn man die Unstable Stable Ingots craftet. Wir müssten es über die Unstable machen. Egal. Es sind aber laut Rezept beide erlaubt. Also von daher. So, dann klaue ich mir mal ein Herz. Aua. So, aha, dann haben wir den. Aha. Du hast nur 72. Was? 80 von 72? So. Gut. Dann brauchen wir. Nein, nichts. Ist alles gut. Alles gut. Für? Ich habe nichts gemacht. Nein, gar nicht. Meine Energieanzeige hat auch nichts angezeigt. Oh, das war falsch. Halt, ich bin hier noch im falschen Modus. Options, Inventory, so war das natürlich nicht gemeint. Suche ich. So, Watering Can. Ach, da braucht man ja noch zufälligerweise noch so komische Bedrock im Ingots. Was fehlt denn da dazu noch jetzt? Quadruple? Okay, Quadruple. Ja, die sind so lustig. Die so ein komplettes ME-System lahmlegen können, obwohl es nur aus Cobblestone besteht. Das ist der Wahnsinn. Hatten wir das nicht irgendwo da oben mal gemacht? Dass der Cobblestone in so einen Compacting Storage Drawer Double Compressed. Wir hatten es zumindest mal, glaube ich. Ja, das stimmt. Oh, wir haben 12.000 Double Compressed da. Dann sollten sich die vielleicht auch schnell erledigen lassen. Ja, dann. Ja, wir haben auch schon 11 Triple Compressed. Ich weiß nicht, wie viele Quadruple du brauchst. 11. Naja, ich brauche natürlich einen mehr, ne? Ist klar. Also, dann machen wir einfach aus den Double Compressed. Machen wir ein Stack Triple Compressed. Aus dem Stack Triple Compressed kriegen wir 4 Quadruple Compressed. Naja gut, ist okay. Reicht. So, und jetzt müssen wir eigentlich das da bauen können. Und zwar das hier. Ach, das reicht noch nicht. Hahaha. Wir brauchen noch ein bisschen mehr. Wir brauchen von dem Bedrock im Ingots noch ein paar mehr. Na gut, dann machen wir uns halt einfach noch ein paar. So, dann machen wir uns 1, 2, 3... Ah, okay. 4. Was wolltest 1, du machen? 2, ah, die Ding 4 brauchen wir, okay. Genau. Das heißt, wir brauchen Triple. 16 Triple und genau. 16 Quadruple. Da brauchen wir noch ein paar mehr davon. Ach, weißt du was? Wenn wir schon mal hier sind, ne? Dann ich wollte gerade fragen. Ja, Entschuldigung. Wir nehmen hier einen Double Compressed. Da haben wir ja noch ein paar davon da. So, aus den Double Compressed werden Triple Compressed. Und aus den Triple machen wir uns mal neun Stück, genau. Wer hat sich denn hier neu angemeldet? Es hat Ding 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 gemacht. Na, Fenster überdeckt. Hallo, Crasscrafter LP. Danke fürs Folgen. So. Dann haben wir die zwei Rezepte. Die Rezepte kommen da rein. Dann brauchen wir noch einen Autonomous Activator so nebenbei, oder? Nee, wir was? Nein, den müssen wir jetzt einfach mal händisch machen. Das ist doch egal. Aber wenn ihr das doch öfters mal so viel braucht, dann macht das doch einfach drüber. Kostet nichts. Haben wir den überhaupt?
So, wir brauchen von den Quadruppeln noch 12. Kann man hier nicht. Gesagt, ne? Genau, wir haben nämlich keinen. Hallo Zombie-Spieler. Dann lass das halt. Aber es gibt doch gar nicht irgendwas. Left for Dead. So, und dann brauchen wir jetzt den. Mal so und so und. Aber ist und die so. Reinforced nicht einfach nur deswegen gut, weil sie. Nee, die ist deutlich schneller und einen größeren Radius. Ja, okay. Genau. Na gut. Und weil sie halt in die Activators geht, aber das ist dann. The Fire Tree Force, danke fürs Folgen. So, hast du dann, jetzt haben wir hier eine gute Watering Can Reinforced. Also, falls es der ist, der uns auch gerade folgt, hast du dann Tree reingelesen? Oder war ich das gerade? The Fire Tree Force of Doom. Steht so da? Nee, bei uns war es nur der Fire Forces. Okay. Aber hallo. Aber hallo. Keine Tree. Nur keine Tree Forces. Finde ich schön. Kann man besser vorlesen. Okay. Aber Logs 1907. Danke fürs Folgen. Warum jetzt kommen geht's jetzt, ab hier. Jetzt alle rein hier? Kommen wir schnell. Okay. Wessen Stream ist gerade zu Ende? Ah. Jojo, wenn du jetzt nämlich zuguckst, wie schnell das jetzt geht. Wo, jetzt wo, kommen wo, wir nämlich mit dem Greenhouse. Jetzt kommen wir nämlich nicht mehr mit dem Abernten hinterher. Sollte nochmal einen Schritt zurückgehen. Mhm. Dann erwische ich nämlich hauptsächlich die Vorderen. Hoffentlich. Ja, der könnte sich echt mal bei allem abbauen. Mhm, genau, sag ich auch. Schneller! Los! Faster! Was ist das eigentlich, was wir da unten haben? Stein, oder? Oder ist es Eisen? Stein. Stein? Okay. Er braucht halt seine Zeit. Ist ein Iron Plant da schneller? Nur rein. Ich habe keine Ahnung. Theoretisch würde ich sagen, ja. Praktisch habe ich keine Ahnung. Würde Sinn machen, wenn er schneller wäre. Hui! Und danke, Street Digger. Hui! Der spendet bei euch. Jetzt wird es aber langsam hier bösartig. Wir hoffen, es werden noch viele weitere Stunden. Ja. Hoffen wir auch. Ah. Also, ja. Vermutlich. Musst aber aufpassen, dass du hinter dir nicht die Kopper gießt. Die hinter mir sind mir egal. Die können ruhig voll sein. Mir geht es nur um den Plan da vor mir, dass der möglichst schnell alles abernten kann. Dass der keine Flachs sieht. Genau. Den ganzen restlichen Kladderadatsch, der da hinten dran hängt. Ja, ich habe wieder das Wort gesagt. Das gefällt dem Daniel. Bisschen. Ja, okay. Der ist Preis okay. Kennt das nicht. Ach ja. Du hast es auch nicht gekannt. Doch, natürlich. Das war der Flo, der es nicht kannte. Ich kannte es. Ah, na dann. Da. Bau mal schneller ab da. Kannst du mal unten gucken, wie viel wir schon haben? Ich weiß, das wird noch nicht ganz reichen, aber ich hoffe. Ich sag mal 5, gefühlt. 5 gefühlt? 167. Da hat doch glatt jemand hier seine Spendierhosen an und hat hier noch glatt nochmal ein paar Euro bei mir gelassen. Dankeschön, Street. Ja, also ich habe jetzt tollen Modpacks und lustigen Stunden. Gern geschehen. Übrigens, ich habe jetzt bist eingeladen, ne? Fürs nächste Modpack, aber du weißt ja schon Bescheid. Du hast ja schon gesagt, du hast nicht so viel Zeit, aber guck mal, vielleicht kriegst du es doch irgendwie hin. Außerdem sollte ich hier mal. Moment. Da haben wir doch hier. War ja schon lange keinen Follower mehr gehabt. Wir haben jetzt übrigens 42 Draconium Ingots gerade aktuell. Also mach dann nochmal bis zum Ende des Streams weiter, dann haben wir. Okay. Olli? Nein. Nein. Ich guck mal in eine TARDIS rein, vielleicht. Nein, danke schön, Street. Sehr, sehr lieb von dir. Und falls jemand anderes noch spenden möchte, für Server, Modpacks, irgendwas, egal auch immer, unten im Video gibt's einen Link dazu. Könnt ihr gerne machen, sehen wir gerne, haben wir gerne. Geht aber alles eins zu eins gleich wieder in die Community über, ne? Also keine Angst, dafür bezahlen wir unsere Server und Zeugs und war und bleibt nichts bei uns hängen.
Der Urlaub wird damit nicht finanziert. Welcher Urlaub? Eben. Also der ist mir nicht genehmigt worden. Der letzte, meinte ich. Achso, okay. Wir hatten noch einen Draconian Seed hier. Hier. Kommen wir nicht weiter mit. Haben wir da oben vielleicht noch irgendwo Draconian rumliegen gehabt? Oder war das Awakened? Lapis Obsidian, Nickel, ich glaube, da oben war ich noch nie. Sugarcane. Was suchst du gerade? Ob wir das Ganze vergrößern oder was? Ob wir noch irgendwo was haben. Awakened Lead Ruby. Nein, haben wir nicht. Gut. Ist nämlich ein bisschen gefährlich, das Zeugs zu anzubauen. Aber das können wir natürlich jetzt auch ganz locker machen. Jetzt haben wir ja die tolle Gießkanne. Mhm. Jetzt brauche ich bloß noch ein paar Crop Sticks, die ich nicht habe. Mhm. Hörst du mir aber zu? Ich glaube nicht, oder? Na, egal. Okay, gut. Da. Machen wir uns halt nochmal ein paar Seeds. Das geht jetzt eher nicht so gut. Einer hier. Glaube ich den jetzt noch. Gib mir nochmal drei. Bäm. So, hä? Och nee. Die Draconian Blocks haben natürlich jetzt, weil ich sie in der Hotbar hatte, Energie gezogen. Jetzt weiß ich auch, warum ich keine Energie mehr in meinen Fluxkapazitoren mehr hatte. Da hängt in dem Loch eine Fledermaus und ich kann nichts reinsetzen. Stirb. Bei dieser Episode wurden keine Tiere geschont. Verletzt. Dann anders. Da, machen wir es halt so rum. Shift. Ich hätte jetzt hier Charge Draconium Blöcke gemacht, das war's. Eigentlich nein, warum? Nur so. Ich weiß natürlich nicht, ob das geht. Ich auch nicht. Ich glaube, das war die Frage. Mann, muss ich jetzt wirklich die Harke einsetzen? Nicht den Haken. Kriege ich die auch wieder ungecharged? Ach, warte mal, da war doch noch was. Das haben wir auch nicht gezeigt gehabt. Da gab es nämlich noch eine andere Methode. Moment, wie war das nochmal? Da muss man nochmal ganz kurz in AgriCraft gucken. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass ich diese Charged Draconian Blöcke nicht einsetzen kann für den Reaktorbau. Habe ich auch den Eindruck. Zumindest da, die Befürchtung. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen nicht so gut. Okay. Weil ich hätte hier 8. Okay. Meine Flux-Kapazitoren dachten nämlich, das ist sicher eine coole Idee, wenn ich die Items, die ich in der Hand halte, lade. So, dann müssen wir die einfach nochmal. Auch genannt Ha. Ha? Ha. So, und mit denen müssen wir doch theoretisch unidentified weg, oder? Na komm, die identifizieren wir mal schnell. Sollten aber auch 10-10-10 sein. Ach, die lassen sich nicht identifizieren. Okay. So, dann irgendwo Feld. Feld haben wir oben noch eins. Da hier ist ein eins. Feld, habe ich gehört. Okay. So, dann brauchen wir hier mal einmal den hier. Erhöhen wir mal die Ausbeute. Ja, aber macht es nicht mehr Sinn, wenn man irgendwie 2 Reihen oder so? Oder hast du es gerade vor? Ich versuche jetzt hier einfach mal noch ein bisschen mehr anzupflanzen, dass überhaupt mehr rauskommt. Du meinst so nebenbei? Genau, überhaupt mal ein bisschen was rauskommt. Da steht was von 10-10-10, klingt nicht schlecht. So, bei den anderen steht es leider nicht mehr dabei, aber ich denke, das müsste auch passen. So, und ich habe noch 2. Den packen wir dann gleich mal dahin. Oh Gott. Dann machen wir uns einfach mal hier ein manuelles Feld. Ist ja auch egal. So, dann brauchen wir die Gieß.